Hallo meine Freunde, ihr habt dieses Video angeklickt und seid also mutig genug, euch ein paar Gruselspiele anzuschauen. Der Schocktober ist vorbei und ich zeige euch, was ich diesen Monat alles so durchgezockt habe. Und keine Sorge, es sind nicht nur Horrorspiele dabei, ihr könnt aber auch gerne nach vorne skippen, sollten euch die Spiele nicht gefallen. In der Videobeschreibung sind die Timestamps, da könnt ihr dann nach vorne skippen. Als erstes habe ich hier auf meiner Liste, und ihr habt es ja schon gesehen, The Legend of Zelda Majora's Mask, die Fortsetzung zu Ocarina of Time auf dem N64. Storymäßig knüpft Majora's Mask direkt daran an. Nach Ocarina of Time ist Links Fee Navi verschwunden und die Suche hat ihn nach Termina geführt. Er ist hier also nicht mehr in Hyrule unterwegs, sondern in einem ganz neuen Land. In den Wäldern trifft er dann auf das Horror-Kid, das stiehlt dann noch Links Pferd, Epona, und verwandelt Link dann letztendlich noch in ein Deku-Kind. Der Tag ist natürlich noch nicht schlimm genug für Link und er erfährt, dass er 3 Tage Zeit hat, dem verrückten Maskenhändler die Majora's Mask zurückzubringen, weil sonst der Mond auf die Erde kracht und das Land Termina dem Untergang geweiht ist. 3 Tage ist natürlich ein bisschen wenig Zeit, um die ganze Welt zu retten. Zum Glück hat ja die Ocarina der Zeit noch nicht ihre Zauberkraft verloren. Bei Bedarf könnt ihr hier die Zeit verlangsamen, vorspulen oder komplett zurücksetzen. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen wegen dem Zeitdruck. Ich hatte tatsächlich das gegenteilige Gefühl, es gibt sehr viele Charaktere in dem Spiel, einige von denen haben eigene Tagesabläufe und dementsprechend war ich ab und zu mit Warten beschäftigt. Der Umfang von Majora's Mask ist immer noch heutzutage beeindruckend und steht Ocarina of Time in nichts nach. In dem Spiel könnt ihr 24 Masken sammeln, jede von denen hat eine eigene Geschichte, manche sogar bestimmte Eigenschaften, bestimmte Fähigkeiten. Ganz besonders sind natürlich die Masken, mit denen Link sich verwandeln kann. Ich habe ja vorher schon das Deku-Kind angesprochen. Zusätzlich kann er sich noch in einen Goron und in einen Zora verwandeln. Die Verwandlungen sind natürlich das Highlight von Majora's Mask. Und jetzt kommen wir auch langsam zu dem Punkt, warum ich es mit in den Schocktober mit reingenommen habe, denn Majora's Mask ist auch das gruseligste aller Zelda-Spiele. Wenn Link die Maske aufsetzt und das Gesicht vor Schmerz verzerrt und aufschreit, das ist schon so ein spooky Moment, muss ich sagen. Diese bekannte Mondfratze, diese Link-Figur, wenn man die Elegie des leeren Herzens spielt, oder das Zombie-Dorf in den Bergen und natürlich nicht zu vergessen die Geisterhand aus der Toilette. Da muss einem wirklich klar werden, das ist ein Gruselspiel, da muss man mit starken Nerven rangehen. Falls ihr das gruselige Spiel auch mal spielen wollt, ich empfehle euch die 3DS-Version, die hat mir sehr gut gefallen. Nintendo Online Plus-Mitglieder können natürlich auch auf der Switch die N64-Version nachholen. Die ist zwar nur in Englisch, aber dafür mit schönen Texturen. Ich selbst habe Majora's Mask auf dem N64 mit dem original goldenen Modul nachgeholt. Hier ist zwar die Steuerung nicht so präzise und mit dem Speichern gab es auch hier und da ein paar Macken. Natürlich hat Majora's Mask auch einen fantastischen Soundtrack, genauso wie das nächste Spiel auf der Liste, und zwar... Metal Hellsinger, der brachiale Rhythmus-Shooter mit einem höllisch guten Soundtrack. Als die Namenlose kämpft ihr euch hier durch die Hölle, um eure Stimme wieder zu erlangen. Dabei ballert ihr oder schwingt euer Schwert im Takt zu richtig nicer Metal-Musik, die extra für das Spiel komponiert wurde. Wenn ihr richtig im Takt schießt und nachladet, dann erhöht sich euer Multiplikator und die Musik wird umso wuchtiger. Was vielleicht ein bisschen komisch oder stressig klingt, aber es entwickelt im Laufe des Spiels einen echt guten Flow und man kommt echt gut rein. Ihr kämpft euch hier durch 8 verschiedene Stufen der Hölle und die Story wird immer so ein bisschen zwischen den Leveln erklärt, ist jetzt aber auch nichts groß Besonderes. Der Shooter-Gameplay erinnert mich so an die neuen Doom-Spiele, auch wenn ihr jetzt hier nicht ganz so viele Waffen zur Verfügung habt. Gerade mit der Musik haben die Waffen schönes Trefferfeedback. Der Soundtrack ist auch super, vorausgesetzt man mag eben Metal-Musik. So, ich mach mal weiter mit Soulstice. Das ist nicht, wie der Name vermuten mag, ein Souls-like, sondern ein Hack'n'Slay, so wie Devil May Cry oder God of War. In feinster Button-Mash-Manier feuert man also hier die Kombos ab und zerlegt die Gegner. Ich hatte immer das Gefühl, das Kampfsystem ist recht komplex, aber so wirklich verstanden habe ich es nicht. Ich habe immer nur dieselben Kombos abgefeuert und kam damit trotzdem irgendwie durch. Ihr spielt hier das Geschwisterpaar Briar und Lute, wobei Lute hier als Geist an dem Körper ihrer Schwester Briar gebunden ist. Warum, das erfahrt ihr dann im Laufe des Spiels. Im Spiel habt ihr eigentlich nur die Kontrolle über Briar. Sie schwingt das Großschwert und kriegt im Laufe des Spiels noch neue Waffen dazu. Mit Lute könnt ihr aber so blaue oder rote Sphären erzeugen, mit denen ihr dann bestimmten Gegnern auch Schaden zufügen könnt. Das macht die Kämpfe ein bisschen taktischer, nur habt ihr sonst keine Kontrolle über Lute und ihre Angriffe. Was seltsam ist, weil Lute einen wesentlich komplexeren Skilltree hat als Briar. Die Kämpfe sind auf jeden Fall fordernd. Manchmal hat der Lock-On nicht ganz richtig funktioniert, was mich
ja, gerade bei Hack and Slays immer ein bisschen nervt. Pro Kapitel kam dann immer ein neuer Gegnertyp dazu, auf die man sich dann immer neu einstellen muss. Es gab auch richtig coole Bosse, muss ich sagen. Das Spiel ist auch sehr lang und fühlt sich sehr gestreckt an. Gefühlt die ersten 20 Kapitel ist man auf dem Weg, einen riesigen Riss im Himmel zu schließen und kommt einfach nicht näher. Leider sehen auch die Umgebungen gefühlt alle gleich aus. Ich meine, das Spiel ist grafisch hübsch, aber man ist eigentlich nur in grauen Bogen unterwegs. Dann hat das Spiel noch ein paar Sprungpassagen, die echt die Hölle sind, weil man durch die fixe Kamera einfach nicht sieht, wo man hinspringt. Jetzt habe ich zwar wieder ein bisschen gemeckert, aber ich muss sagen, trotz all meiner Kritikpunkte hat das Spiel am Ende echt Spaß gemacht. Die Story hat an Fahrt aufgenommen und die Charaktere sind mir auch irgendwie ans Herz gewachsen. Am Ende gab es noch einen ganz schön fiesen Cliffhanger und ich bin mal gespannt, ob ein zweiter Teil kommen wird. Ich bleib mal im Hack-and-Slay-Genre mit Bayonetta. Da kam ja diesen Monat der dritte Teil raus. Den habe ich zwar noch nicht gezockt, denn ich wollte noch den ersten Teil nachholen. Den zweiten habe ich lustigerweise schon längst auf der Wii U gespielt und weiß aber gar nicht mehr, worum es geht. Bayonetta ist ja eine der letzten verbliebenen Umbra-Hexen. 500 Jahre lang hat sie geschlafen und jetzt wird auf sie die Hexenjagd eröffnet. Das heißt, die Streitmächte des Himmels vereinen sich, um gegen sie anzutreten. Und zu dem Spiel selbst kann ich nur sagen, es ist komplett abgedreht, total bizarr. Der Humor vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber trotzdem irgendwie witzig, wenn man sich darauf einlässt. Das Kampfsystem hat mir irgendwie deutlich besser gefallen als bei Soulstice. Es float irgendwie richtig, Bayonetta ist schnell unterwegs und am besten hat mir tatsächlich die Hexenzeit gefallen. Wenn man im richtigen Augenblick ausweicht, kann man die Zeit verlangsamen und den Gegnern richtig schön Schaden einprügeln. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, sind die Quicktime-Events in vielen Videosequenzen oder Bossfights. Da habe ich dann das ein oder andere Mal dann doch neu laden müssen. Aber ansonsten kann ich sagen, kann man es heute immer noch super spielen. Es sieht immer noch gut aus und float richtig schön. Ich freue mich auf jeden Fall, demnächst dann den dritten Teil zu zocken. Das nächste Spiel fand ich nicht ganz so gut, ist ein Zombie-Schnetzler, dachte ich mir, passt vielleicht zum Schocktober und es soll ja demnächst noch ein Remake davon rauskommen. Die Rede ist von Lollipop Chainsaw. Und ja, was soll ich sagen, das Spiel ist kompletter Trash. Der ganze Gag des Spiels basiert darauf, dass die Protagonistin Juliet Starling als Cheerleaderin mit ihrer Kettensäge Zombies abmetzelt. Das Gameplay ist langsam, es gibt keine coolen Kombis und keinen coolen Flow wie bei Bayonetta zum Beispiel. Die Grafik der Umgebung sieht teilweise aus wie aus N64-Zeiten. Die Story und vor allen Dingen der Humor sind so extrem flach und pubertär. Und das, obwohl sie von James Gunn stammt. Ja, der auch die Guardians of the Galaxy-Filme gemacht hat. Immerhin war der Soundtrack ein bisschen cool, wenn Dragon Force beim Endboss läuft, dann kann ich dem Spiel schon ein bisschen was verzeihen. Sollte aber das Remake tatsächlich kommen, werde ich es nicht zocken. Weiter geht's mit noch mehr Zombie-Metzlerei und zwar mit Resident Evil Revelations 2. Das habe ich zusammen mit meinem Bruder im Koop-Modus gespielt. Grüße gehen raus an der Stelle. Spielerisch ist der Teil so ein bisschen an den 5. und 6. Teil der Serie angelehnt. Man hat ja zwei Geschichten, die man spielen kann. Einmal spielt man hier Claire Redfield und Moira Burton und in der anderen Geschichte Barry Burton und das kleine Mädchen Natalia. Während mein Bruder die bis auf die Zähne bewaffneten Claire und Barry spielen konnte, musste ich mit Moira und Natalia spielen, die nicht so viel auf dem Kasten haben. Beide wollen und können keine Waffen benutzen, was für mich, ja, schon ein bisschen horrormäßig war, wenn man sich nicht wehren kann gegen Zombies. Falls ihr der Resident Evil Serie nicht abgeneigt seid und vielleicht auch so einen Koop-Partner habt, dann könnt ihr das Spiel auf jeden Fall anschauen. Ihr habt jetzt aber auch nichts verpasst, wenn ihr es nicht zockt. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, Resident Evil Revelations 1 mal zu spielen. Den habe ich damals auf dem 3DS gezockt und hole ich vielleicht mal auf dem Computer nach. Alan Wake Remastered kam ja letztes Jahr schon raus, das Spiel an sich ist aber natürlich schon ein bisschen älter und habe ich seinerzeit sehr gerne gespielt. Kurz zur Story, Alan Wake ist Schriftsteller, will eigentlich nur Urlaub machen in Bright Falls, einem kleinen abgelegenen Städtchen in den Bergen. Er und seine Frau ziehen sich zurück auf einer schönen Hütte auf dem See und dann wird sie entführt und man wacht irgendwie eine Weile später wieder auf, mitten im Nichts, in der Dunkelheit, ja, und muss sich gegen irgendwelche Schatten nun zur Wehr setzen. Dabei spielen Licht und Dunkelheit eine sehr zentrale Rolle in dem Spiel. Ich finde auch gut, wie sie in der Remastered-Version die Lichteffekte umgesetzt haben. Das wirkt alles sehr stimmungsvoll. Ich habe nur ein Problem mit den Gesichtern. Die wurden hier in der Remastered-Version irgendwie verschlimmbessert und sehen so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig aus. Für das eigentliche Spiel ist es aber eigentlich nicht so schlimm. Es spielt sich immer noch sehr gut, auch wenn manche Sprungpassagen hier und da ein bisschen schwierig waren. Falls ihr Alan Wake noch nie gespielt habt, holt es auf jeden Fall nach. Es ist ein super Spiel, gehört zu meinen Lieblingen.
Dann habe ich mir noch die Castlevania Advance Collection angeschaut. Die kam ja auch letztes Jahr raus. Neben Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow, die ich beide schon gespielt habe, habe ich mich hier mit Circle of the Moon auseinandergesetzt. Das sind ja alles Game Boy Advance Spiele und Circle of the Moon zählt aber für mich für den schwächsten Ableger der Game Boy Advance Spiele. Es spielt sich ein bisschen langsam, ein bisschen klobig fühlt sich der Charakter an. Liegt wahrscheinlich am Game Boy Advance. In dem Teil gibt es noch so ein Kartensystem. Manche Gegner droppen Karten, die man miteinander kombinieren kann, um neue Zauber zu entwickeln. Die sind aber total zufällig, wann sie die droppen und wenn man die haben will, muss man halt ein bisschen grinden. Die Collection an sich ist aber richtig gut gelungen. Es gibt eine Speicherfunktion zwischendrin. Man kann sogar zurückspulen, wenn man es braucht. Mir wurde sogar angezeigt, welche Gegner Karten haben und ob ich die schon eingesammelt habe. Es gibt eine Menge Zusatzfunktionen, Galerien, Enzyklopädien und Music Player. An sich eine echt günstige Collection im Vergleich zu den Game Boy Advance Spielen, die man sich alle teuer dann holen müsste. Den letzten Shovel Knight DLC hatte ich im Juli gezockt. Jetzt habe ich den nächsten gespielt, und zwar Spectre of Torment, in dem man Spectre Knight spielt, passend zum Schocktober. Er schnetzelt sich hier mit seiner Sense durch die Gegner, kriegt dabei so einen kleinen Auftrieb und bringt ein bisschen Abwechslung rein. Es spielt sich auf jeden Fall deutlich schneller als Shovel Knight oder Plague of Shadows. Gerade im letzten DLC hatte ich so ein bisschen bemängelt, dass die Level ja nur recycelt wurden. Hier wurden eigene Level erstellt. Die sind aber auch ein bisschen kürzer, hatte ich das Gefühl, und die Weltkarte fehlt leider. Es gibt auch hier wieder eine cool erzählte Story. Das Ganze findet vor den Ereignissen von Shovel Knight statt und diese Rückblenden, die teilweise passieren, sind in so einer schwarz-weiß Gameboy-Optik dargestellt, was ich ziemlich cool fand. Jetzt steht mir nur noch ein DLC bevor, das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch angehen. Das war es dann aber noch längst nicht mit Shovel Knight, da sind noch ein paar Ableger erschienen, die ich mir auch noch anschauen muss. Weiter geht's mit Moonscars. Das ist eine Art 2D Metroidvania Pixel Souls-like Spiel. Hier spielt ihr Irma die Graue, beziehungsweise eine Kopie von ihr. Man spielt so einen aus Lehm erschaffenen Menschen, also Homunculus, glaube ich, heißt das. Auch hier schnetzelt ihr euch durch dunkle Gegenden, um eurem Schöpfer entgegenzutreten. Ich mag ja solche Pixelspiele extrem gerne, spricht mich immer an und das Spiel ist auch ordentlich knackig, schön schwer. Besonders schwer ist hier im richtigen Augenblick zu parieren, um einen starken Gegenangriff zu starten. Die Gegner kündigen zwar das immer an, aber das Timing, da habe ich eine Weile gebraucht, um das perfekt hinzukriegen. Metroidvania typisch, kriegt ihr natürlich im Verlauf des Spiels neue Fähigkeiten, mit denen ihr euch dann neue Bereiche anschauen könnt. Ein bisschen Backtracking ist natürlich auch dabei. Die Welt ist jetzt aber auch nicht so groß und ihr habt von Anfang an ein Schnellreisesystem, was das alles ein bisschen vereinfacht. Das Spiel an sich hat mir gut gefallen, auch wenn es von den Umgebungen her nicht ganz so viel Abwechslung bietet. Bei so einem Pixel-Metroidvania-Spiel kann man bei mir auf jeden Fall nichts falsch machen, die zocke ich immer gerne weg. Und dann habe ich noch ein Pixel-Metroidvania-Souls-like-Spiel gespielt. Haha, nämlich Blasphemous. Das Spiel fand ich nicht ganz so schwer wie Moonscars, aber auf jeden Fall viel besser. Der Charakter, den man spielt, ich glaube, er heißt Büßer. Ich habe ihn immer Spitzkopf genannt. Spielt sich extrem gut. Das Spiel float einfach. Es sieht extrem bizarr aus. Ich habe auch keine Ahnung, worum es in der Story geht. Es hat aber einfach nur Spaß gemacht, die Bosse wegzuklatschen. Auch hier gibt es wieder so ein Parry-System, was aber nicht ganz so schwer war wie bei Moonscars. Und ja, versteht mich nicht falsch, das Spiel ist schwer, aber irgendwie war ich jetzt schon im Flow. Mein Highlight war auf jeden Fall das Cameo eines Charakters aus einem ganz anderen Metroidvania-Spiel, was ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Ich werde jetzt aber auch nicht spoilen. Das Spiel ist auch sehr umfangreich, es gibt sehr viele Questlines, sehr viel zu sammeln und mehrere Enden. Vielleicht setze ich mich da nochmal ran. Ich mache mal weiter mit einem sehr aktuellen Spiel, und zwar A Plague Tale Requiem, die Fortsetzung zu A Plague Tale Innocence. Hier spielen wir wieder die beiden Geschwister Amicia und Hugo, also hauptsächlich Amicia, und beide sind so zum 14. Jahrhundert in Frankreich unterwegs. Es spielt zur Zeit der Pest und Ratten, und hauptsächlich geht es auch um Ratten in dem Spiel, denn Hugo hat eine Krankheit, die Prima Macula.
Dieser ermöglicht es ihm, mit Ratten Kontakt aufzunehmen und sie zu kontrollieren. Auf der anderen Seite versucht die Krankheit auch immer wieder Kontrolle von ihm zu übernehmen, um die Ratten komplett ausrasten zu lassen. Also immer wenn sie sich an einen schönen neuen Ort niedergelassen haben, übernimmt die Makula die Kontrolle und die ganze Gegend wird zerstört. Und da das ja nicht so weitergehen kann, machen sich beide auf, um eine Heilung zu finden. Leider wird die Geschichte des Vorgängers nicht erklärt und auch nicht kurz zusammengefasst. Ihr müsst es aber auch nicht unbedingt gespielt haben. Ich würde es euch aber empfehlen, um gerade das Verhältnis zwischen Amicia und Hugo besser zu verstehen. Gameplay-mäßig hat sich nicht so viel verändert im Vergleich zum Vorgänger. Ihr müsst immer noch ein bisschen stealthen, um Wachen umherschleichen, Ratten mit Feuer abwehren. Wie ihr gewisse Areale löst, da stehen euch verschiedene Wege offen. Ihr könnt Alchemie nutzen oder aggressiv mit eurer Schleuder hervorgehen oder einfach um die Gegner wegschleichen. Je nach Spielverhalten schaltet ihr dann auch bestimmte Fähigkeiten frei. Ihr könnt craften, zwischendurch gibt es actionreiche Fluchtsequenzen. Manchmal müsst ihr auch kämpfen. Die Kämpfe haben mir persönlich nicht so gut gefallen, weil ihr viel zu lange braucht, um eure Schleuder aufzuladen. Anders könnt ihr euch fast nicht wehren. Später gibt es auch eine Armbrust, damit könnt ihr euch wehren oder mit Messer, aber die Bolzen und Messer zerbrechen nach einmaligem Benutzen, warum auch immer. Eine andere Bedrohung sind natürlich die Ratten, ich hatte es ja schon erwähnt. Die könnt ihr mit Feuer abwehren. Dazu gibt es verschiedene alchemistische Zutaten, die ihr verwenden könnt, um mit denen vorzugehen. Dabei könnt ihr auch verschiedene Rätsel lösen. Die haben echt Spaß gemacht und haben so ein bisschen Ruhe mit reingebracht in dieser ganzen Action. Denn neben den ganzen Rattenekel und Dunkelheit habt ihr echt auch schöne Momente im Spiel. Richtig schöne Ruhepole mit tollen Grafiken und Landschaften. Hat mich schon fast an Ghost of Tsushima erinnert. Ab und zu kommen auch neue Begleiter dazu, die ermöglichen dann neue Gameplay-Elemente. Und auch die Dialoge mit ihnen und Amicia und Hugo haben mir echt gut gefallen. Ich hatte eigentlich nur ein Problem mit dem Spiel und zwar, dass ich vieles sehr gestreckt angefühlt hat. Gerade der Anfang, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat, da kam nicht viel Neues hinzu. Die Story kam erst langsam in Fahrt und ja, gegen Ende hat sich es auch wieder sehr gestreckt angefühlt. Falls ihr The Last of Us mögt, dann kann ich euch A Plague Tale empfehlen. Ist im Game Pass, könnt ihr euch günstig holen. Viel Spaß! Weiter geht's mit dem nächsten storylastigen Spiel und zwar Until Dawn. Das ist ja, wie ich immer sage, eine der interaktiven Filmchen, die man so zocken kann. Die Geschichte beeinflusst ihr mit euren Entscheidungen und wie gut ihr gewisse Quicktime-Events eben löst. Von diesen ganzen Spielen, die so in der Vergangenheit rausgekommen sind, die Dark Pictures-Spiele oder The Quarry, finde ich, ist Until Dawn immer noch der beste Teil. Eine Gruppe von Teenagern trifft sich hier in einer verschneiten Berghütte, abgeschieden von der Zivilisation und das, obwohl vor einem Jahr zwei ihrer Freundinnen einen Unfall erlitten haben hier oben. Und ja, es ist ja ein Horrorspiel, natürlich macht dann irgendwie ein verrückter Killer Jagd auf sie. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht zur Story erzählen. Das Spiel hat echt ein paar schöne Twists. Es spielt auch gut mit diesen Horrorfilm-Klischees, die man so kennt. Es ist auch leider nicht so leicht, alle überleben zu lassen. Ich kannte das Spiel schon, wusste ungefähr, welche Fehler man machen kann und hab's geschafft, alle durchzubringen. Ich kann euch Until Dawn nur empfehlen. Leider ist es noch PlayStation 4 exklusiv. Das liegt aber auch daran, wie der Controller hier eingebunden wurde. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und Bock auf Horrorfilme habt, dann zockt es. Was ich auch mal wieder durchgespielt habe, auch wieder zusammen mit meinem Bruder, ist Diablo 2 Resurrected, das Remake von Diablo 2 und Diablo 2 Lord of Destruction. Ich mag Diablo 2 ja sehr gerne, ist eins der Spiele meiner Jugend und Kindheit, habe ich auch immer sehr gerne mit meinen Freunden gespielt. Muss aber auch sagen, das Gameplay ist nicht gut gealtert. Es ist schon ein bisschen stupide, man klickt sich eigentlich nur durch die Gegner, es läuft nicht immer super gut, oft hängt man irgendwo fest oder wird von zu starken Gegnern einfach gewone-hitted. Es ist auch ein bisschen stupide, weil man eigentlich immer nur die gleichen Skills abfeuert. Und ich glaube, wenn man es früher nicht gezockt hat, dann wird man heute nicht so viel Spaß damit haben. Ich fand es wieder cool, vor allem wenn man dann den alten Modus mal einschaltet und sieht, wie das Spiel früher eigentlich ausgesehen hat. Vor allem die Stimmung in dem Spiel gefällt mir sehr gut. Dafür ist das Gameplay, wie gesagt, nicht so super gealtert. Da gefällt der dritte dann doch ein bisschen besser. Yomavari Night Alone ist ein Horrorspiel, welches in Japan spielt, ist der erste Teil einer mittlerweile schon Trilogie, der dritte Teil kam vor kurzem erst raus. Mir hat der Style ganz gut gefallen und da dachte ich mir, ja, ich schaue es mir mal an. Leider ist das Spiel für mich eher weniger gut. Als kleines Mädchen, ja, welches sich nicht wehren kann, müsst ihr um Geister und Schatten schleichen oder wegrennen. Leider ist das Spiel sehr Try-and-Error-lastig, das heißt, ihr müsst sehr oft neu laden und ja, werdet sehr oft sterben leider. Geister seht ihr nur mit der Taschenlampe und oft werdet ihr von hinten angegriffen und wisst gar nicht wirklich, was passiert ist gerade. Zur Flucht der Geister könnt ihr auch Items benutzen, die sind aber nach dem Neuladen dann weg, wenn ihr irgendwo verkackt habt.
Visuell ist das Spiel echt schön und die Geister sind wirklich bizarr, nur das Gameplay ist nichts für mich, da bin ich nicht frustresistent genug. Ikai ist ein Horrorspiel, welches ebenfalls in Japan spielt. Ihr seid hier eine Priesterin und müsst Geister austreiben, wenn euer Tempel angegriffen wird. Ihr müsst so Bandsticker zeichnen, hat mich so ein bisschen an Okami erinnert. Leider habe ich das auch nicht immer oft hinbekommen und wenn ihr zu lange braucht, werdet ihr auch hier wieder von Geistern angegriffen. Horrorspiel typisch, müsst ihr auch hier wieder immer ein bisschen Rätsel lösen, müsst Geister vor Geistern wegrennen, so. Hat ein echt gutes Sounddesign, muss ich sagen, und geht auch nicht so lang, also könnt ihr relativ schnell durchspielen. Können Kartenspiele gruselig sein? Kommen wir mal zu einem Highlight meines Schocktobers, nämlich Inscription. Ihr seid hier in einer Hütte gefangen und seid gezwungen, gegen irgendwen Merkwürdiges Karten zu spielen. Die Karten fangen an, mit euch zu reden. Naja, ihr habt eigentlich keinen Plan, was eigentlich los ist und versucht natürlich rauszukommen aus dieser Hütte. Ihr müsst ja natürlich auch Rätsel lösen in der Hütte, wie in jedem Horrorspiel und nebenbei natürlich auch Karten spielen. Und eigentlich will ich auch gar nicht zu viel erzählen. Das Spiel spielt mit euren Erwartungen und hat ein paar krasse Twists. Das System des Kartenspiels ist auch sehr tiefgehend und die Ideen, die da drin stecken, reichen locker für 3 Spiele. Es ist ein klein bisschen brutal, es geht so um Tiere, ihr müsst, um stärkere Tiere zu bekommen, schwächere von euren Karten opfern. Im Verlauf des Spiels habt ihr immer wieder so Roguelike-Elemente drin. Auch wenn es ein bisschen knifflig wirkt, ein bisschen schwierig ist teilweise, spielt es auf jeden Fall, ich finde, es lohnt sich extrem. Mit Cult of the Lamb haben wir das Kultspiel des Jahres bekommen, weil wir hier unseren eigenen Kult aufbauen müssen. Als kleines Schäfchen werden wir am Anfang des Spiels geopfert und werden von einem Gott wiedererweckt, um böse Rache zu nehmen. Dabei kämpfen wir uns in Dungeon-Crawler-Manier durch prozedural generierte Dungeons und sammeln dabei Anhänger für unseren Kult auf. Neben dem ganzen Geschnetzel kümmern wir uns dann auch um unsere Anhänger und unsere Basis, die wir aufbauen. Ab und zu müssen wir noch eine düstere Predigt halten und ab und zu einen Anhänger unserem düsteren Gott opfern. Das Spiel bietet schön viel Abwechslung und schickt einen fast in so eine Suchtspirale. Ich konnte schon fast gar nicht den Controller aus der Hand legen, weil immer irgendwie was zu tun war. Die Dungeons waren zwar schwer, aber nie wirklich unfair und ich war immer motiviert, den nächsten Run zu starten, wenn ich es mal nicht geschafft habe. Das Spiel ist gerade mit seinen Bewohnern, die überall hinkacken und dem Gravity Falls-mäßigen Comic-Stil zu Recht das Kultspiel des Jahres. Achtung, jetzt wird's blutig mit Mad World. Wohl eins der brutalsten Spiele, die ich so gespielt habe, und das auf der Nintendo Wii, der wahrscheinlich kinderfreundlichsten Konsole überhaupt. Es ist sogar so brutal, dass es in Deutschland indiziert ist. Ich stelle es euch trotzdem mal vor, also Achtung, es wird jetzt ein bisschen blutig. In Mad World spielt ihr Jack, einen Kopfgeldjäger, der aus welchen Gründen auch immer eine Kettensäge am Arm hat und an einem Death Game teilnimmt, einer TV-Show Battle Royale mäßig. Ihr zersägt die Gegner also mit eurer Kettensäge oder nutzt verschiedene Objekte aus der Umgebung, um möglichst hohe Punktzahlen zu erzielen. Das Spiel ist übrigens das erste Spiel von Platinum Games. Ich hatte ja schon mal eins mit Bayonetta hier von denen dabei. Ganz besonders finde ich hier den Grafikstil des Spiels, der ist komplett in schwarz-weiß Comic-Stil gehalten, so ähnlich wie bei Sin City. Die einzige Farbe, die man denn hier im Spiel hat, ist das Rot des Blutes eurer Feinde. Das Spiel ist eigentlich ganz cool, leider muss ich dem Spiel das ankreiden, was eigentlich alle Wii-Spiele haben, und zwar die Bewegungssteuerung, eure Angriffe und die Quicktime-Events, die eingeblendet werden, müsst ihr leider mit der Wii-Fernbedienung und dem Nunchuck lösen. Das funktioniert nicht immer und ja, nimmt so ein bisschen den Spaß raus. War trotzdem krass, mal sowas auf der Wii zu spielen. So, gegen Ende vielleicht nochmal ein bisschen etwas Lustigeres, Heiteres, und zwar Spookware. Das ist so eine Art WarioWare, nur mit ein bisschen Gruselelementen drin, aber auch nicht zu schlimm. Hier spielt ihr 3 Skelettbrüder und seid in verschiedenen Episoden in verschiedenen Standorten unterwegs. Habt also immer andere Prämissen, aber die Probleme, die dabei auftreten, löst ihr eigentlich immer in solchen WarioWare-artigen Microgames, um bestimmte Situationen zu bewältigen. Auch hier kann das Spiel wieder ein bisschen knifflig werden, man muss schnell umdenken. Ich habe auch bei einigen Versuchen neu laden müssen. Passt jetzt vielleicht nicht mehr ganz in den Schocktober rein. Ich habe auch ein bisschen Multiversus ausprobiert mit einer Freundin zusammen im Stream. Grüße gehen raus an der Stelle. Der neue Brawler von Warner Bros. Studios ist im Prinzip Smash Bros., nur nicht mit Nintendo-Charakteren, sondern mit den Charakteren aus dem Warner Bros. Universum. Sprich Scooby-Doo, Tom und Jerry, DC, Batman, ihr wisst ja. Der Cast ist auf jeden Fall ziemlich wild. Das Spiel ist Free-to-Play und damit habe ich so ein bisschen meine Probleme tatsächlich. Denn für ein Spiel, was sich optisch vielleicht an Kinder richtet,
sollte es nicht die Möglichkeit geben, Ingame-Sachen zu erwerben. Man kann die Charaktere zwar freispielen, das dauert zwar eine Weile, aber ja, hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Das Spiel an sich ist in Ordnung, glaube ich. Es gibt zwar keinen Singleplayer und ich glaube auch keinen lokalen Multiplayer, sondern nur online. Es spielt sich aber ein bisschen flotter und übersichtlicher als Smash Bros. Die Charaktere sind halt super lustig und hauen sich auch manchmal lustige Sachen an den Kopf, sogar in Deutsch. Ich persönlich würde aber aus eigener Präferenz bei Smash Bros. Bleiben, denn mit der Reihe bin ich einfach besser vertraut. So, und falls ihr es geschafft habt, bis hierhin das Video zu gucken, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Mein Schocktober ist hiermit zu Ende. Schauen wir doch mal, was rauskommt im nächsten Monat. Als ersten Release habe ich mir mal hier The Chant notiert, kommt am 3. November raus. Ist auch wieder so ein Action-Survival-Horror-Spiel. Keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Der Trailer sah interessant aus, vielleicht schaue ich mir mal nächsten Schocktober an. Ich werde mal abwarten, was die Reviews sagen. Einen Tag später, am 4.11. kommt Harvestella raus. Ein japanisches Rollenspiel mit Farming-Simulationselementen von Square Enix. Ich meine, auch hier wieder, der Trailer sieht interessant aus. Wenn es jetzt kein 60 Stunden langes Grinding ist oder Farming, dann gucke ich mir gerne an. Aber es kommt ja noch so viel raus. Am 8. November kriegt unser blauer Igel endlich sein erstes Open-World-Spiel spendiert. Sonic Frontiers ist am Start. Viele Fans haben ja hier die Befürchtung, dass die Open-World ein bisschen zu leer ist oder gewisse Elemente zu deplatziert wirken. Ich habe mir noch nicht viel angeschaut, ich habe aber ehrlich gesagt schon Bock drauf, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Sonic-Fan bin. Und am 9. November, darauf haben wahrscheinlich richtig viele Bock, ich auch, und zwar God of War Ragnarok ist am Start. Kratos, der Gott des Krieges, ist wieder am Start, mit seinem Sohn Atreo und nordische Gottheiten in den Hintern zu treten. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das wird ein Action-Feuerwerk und bin fast schon ein bisschen traurig, dass es der Abschluss der Reihe sein wird, aber wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ob Pokémon Karmesin und Purpur auch gut wird, da warte ich mal ab. Ich war von Pokémon Legends Arceus nicht ganz so super begeistert. Trotz allem, ich bin immer noch Pokémon-Fan. Ich werde mir das Spiel kaufen und dann meine Meinung bilden. Auch hier traut sich ja Pokémon endlich in die Open World, genau wie Sonic. Das ganze Spielsystem soll nicht mehr ganz so linear sein und es gibt interessante Neuerungen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, ich werde euch im nächsten Video dann berichten, wahrscheinlich. Dann kommt am gleichen Tag raus Dark Pictures The Devil in Me. Ich mag eigentlich die Dark Pictures Reihe, auch wenn die Spiele immer eher so mittelmäßig waren. Das Setting finde ich auch wieder spannend, spielt ja in so einem Killerhaus. Find's schade, dass es erst nach dem Schocktober rauskommt. Ich habe die immer ganz gern so zu Halloween gezockt mit Freunden zusammen. Ich werde das Spiel dann einfach nächstes Jahr nachholen. Und zum Abschluss haben wir noch das Spiel mit dem besten Release-Datum dieses Jahr. Am 22.11.22 kommt Just Dance 2023 raus. Als Partyspiel wahrscheinlich ganz witzig, auch wenn die Spielereihe in Emma ganz schön das Geld aus der Tasche zieht. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Erstellen dieses Videos und hattet auch einen spurigen Schocktober. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.